Feuerwerk, geflogen von Dirk Wendel. Mindestgeschwindigkeit 50 km/h. Nummer 2, geflogen, so wie es aussieht, von Vicky Koch. Die einzige fliegende Frau eines Wieselersteins. Nicht nur das schon eine Seltenheit, sondern auch eine wirklich seltene Schönheit, unsere Vicky. Und Nummer 3, der Schorsch mit dem Leihkommentar, geflogen von Dirk Wendel. Und Nummer 4, geflogen von Didier Chablais, ebenfalls ausgerüstet mit Jakob 755 Sternmotor. Mirko Rieser aus Straubing mit der deutschen Zulassung Echo Triple Zulu. Und Nummer 5, Peter Holloway aus Großbritannien. Pardon, Nummer 6. Ja, meine Hand hat aber nur 5 Finger. So, und jetzt schauen Sie Richtung Osten, Richtung Burgtech. Ein einmaliges Bild, ähnlich wie gestern. 6-mal Fieseler Stock bzw. MS 505 Morand Zollny. Locker aufgeschlossene Formation mit Reisegeschwindigkeit etwa 130 km/h. Ja, da haben die Störche doch recht heftig zu kämpfen, um diese Formation beizubehalten, denn ein solches Flugzeug erzeugt natürlich einen kräftigen Widerstand und als Nummer 2 natürlich dann auch einen kräftigen Wirbel, den er hinter sich herzieht. Da sind sie, Dirk Wendel, Vicky Koch, Giro Rieser, Didier Chablais, Pierre Rodde. Was ein Bild. 6-mal Fieseler Stock.